Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Sando Gaming. Und heute spielen wir wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Roblox. Und ja, ich habe diesen Text hier gerade ewig nicht mehr vorgelesen. Vorgesagt meine ich. Dieses Video ist jetzt das erste Video, was nicht mehr vorproduziert ist. Ich habe ja jetzt für 4 Tage oder so, sogar für 5, glaube ich, vorproduziert gehabt. Und Leute, ich bin wieder back. Wir haben nämlich ein bisschen, oder ich habe ein bisschen in den 4 Tagen ein bisschen geschillt. Bisschen unterwegs war ich auch und jetzt bin ich wieder zurück und kann wieder Videos drehen. Habe ich auch ein bisschen vermisst tatsächlich. Also man merkt schon, wenn man hier irgendwie nichts zu tun hat, wird auch ein langweilig, weil YouTube mache ich ja als Hobby. Und das konnte ich ja jetzt ewig nicht machen. Gut, ich mache YouTube als Hobby und lade trotzdem sehr viele Videos hoch. Ich habe auch mal mit dem Gedanken gespielt, das kann ich eigentlich auflassen, ne? Ich habe mal mit dem Gedanken gespielt, 2 Videos am Tag hochzuladen. Habe ich auch, glaube ich, für 2 oder 3 Wochen mal gemacht. Aber das war nicht ganz so geil. So, wir kaufen jetzt hier erstmal die Owner-Tür. So. Das heißt, hier kommt jetzt keiner mehr rein. Ja, auf jeden Fall bin ich wieder am Start. Ich habe auch übrigens eine WhatsApp-Gruppe. Die habe ich jetzt für Leute. Die habe ich jetzt, ja, gemacht, damit Leute mehr News kriegen und sowas. Also da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch ja, in die Gruppe kommt. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich werde wahrscheinlich hoffentlich den da reinpacken. Ja. So. Wir kaufen jetzt aber erstmal das hier alles. Ja, das ist zu viel. Wir kaufen mir erstmal die MP5. Dann einmal da. Das meine ich, ja. Und das. So. Perfekt. Dann haben wir jetzt hier erstmal alle Waffen. Loadout. Kann ich jetzt hier so richtig die Sachen auswählen, die ich gekauft habe, oder was? Equip. Tatsächlich. Equip. Equip. Die sind jetzt ja alle equipped, oder was? Nee, ich kann nur eine equippen. Ah. Nehme ich halt immer die beste, würde ich sagen, ne? Yo, die ist voll geil. Boah, das Spiel ist schon wirklich eine geil, also ein geiles Spiel ist das auf jeden Fall, ne? Kann man sagen, was man will. So, hier ist ja das nächste Lore-Dingen. Base. Ah, und hier kann man sehen, wie weit man ist. Okay. Ich finde das Spiel geil. Vor allem, es ist ja nicht nur ein Tycoon. Du kannst ja hier auch noch andere Dinge machen. Das macht auch wieder so ein Spiel dann besonders, ne? Also du kannst ja auch kämpfen. Aber wir können ja auch drehen, sehe ich gerade. Machen wir doch mal. Oha, ein Panzer. Aber das ist ja nur mit Gamecap. Pass. WXP. Okay. Habe ich das letzte Mal auch schon gekriegt? Mann, kriegt man nur dasselbe. Twitter. Schön, dass ich weiß, wie ihr auf Twitter heißt. Emotes ist neu. Ach, das haben die sogar neu gemacht, wie man hier sehen kann. Das gab es wahrscheinlich in dem Video, was ich noch gemacht habe, gar nicht. Ist mir gar nicht aufgefallen. Du kannst jetzt hier so richtig hin und her joinen anscheinend. Okay. Leute, ich habe ja auch so im Gedanken gehabt, einen Tycoon-Spiel zu machen, weil ich kann ja auch von mir und alles und ich würde auch ein Spiel machen. Also, falls ihr darauf Bock habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Vielleicht können die einen oder anderen sogar an dem Spiel mitmachen, wenn die Erfahrung haben. Natürlich auch, wenn ihr keine Erfahrung habt, könnt ihr auch mitmachen, dann stelle ich euch für irgendwas anderes ein. Aber ja, wer Bock auf sowas hat, kann gerne beitreten. So, kaufen wir jetzt erstmal das hier noch. So, zack. Gut. Dann würde ich jetzt sagen, holen wir, weil die sind jetzt teuer, die beiden Dinger hier. Aber das hier ist auch neu anscheinend, okay. Kaufen wir jetzt erstmal hier das neue Floor hier. Okay, was ist das hier draußen eigentlich? Aha.
So, wir kaufen mal kurz hier die Fence oder was auch mal, also die Zäune. Aha. Ich weiß jetzt nicht, wofür genau das sein soll. Geil. Jetzt habe ich hier einfach so zwei Zäunentore, aber ohne einen Zaun hier. Bringt mir jetzt gerade sehr viel. Hast du irgendwas für $500? Das hole ich doch mal. Zack. So. Garage kostet nur 10.000. Ist ja voll billig. Egal, wir kaufen uns jetzt trotzdem erstmal das nächste Floor, würde ich sagen. Und ich mache mal hier kurz einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich diese Kohle für das nächste Floor habe. Okay, wir haben jetzt 26.000 und wir kaufen uns das jetzt mal. Oha. Ich finde es geil, wie das hier so aufgebaut wird. Also das hier, wie das so nacheinander so. Ihr wisst, was ich meine. Intel Room, OP Room, Armor, Server Room. Okay. Die Server geben mir, glaube ich, wieder Geld. Hab ich noch? Ich habe $17. Ich bin komplett arm. Ui, da sind wieder 6.000. So. Disable, ne, brauche ich nicht, weil ich kann ja hier durch. Einfach so eine Doppeltür, okay. Hier auch eine Tür. Zack, zack, zack. Okay, wir müssen jetzt erstmal anscheinend die Räume kaufen, die ich nicht kaufen kann, weil ich wieder zu arm bin. Ach man, immer dieses Geldproblem, die hat man nicht nur hier in diesem Spiel, sondern auch in echt. Was ist das denn hier? 75.000 Hold Radio Tower for 5 Minutes. Okay, interessant. So, kaufen wir uns hier mal den Inzoom. Und hier mal die Wände. Und einmal die Shells. So. Ach, hier, Radio Tower. Ach, da ist er direkt bei mir. Okay. Volt 2 von 2, 3.700. Das kriegen wir auch easy. So, da haben wir es auch schon. Ey, mir macht unnormal dieses Spiel Spaß. Also, das finde ich ein sehr geiles. Übrigens, Leute, ich habe mal in meiner Freizeit natürlich, wo ich die Videos produziert habe, auch mal nach neuen Spielen geguckt. Ich kann euch sagen, es kommen in den nächsten Wochen sehr viele neue Spiele auf euch zu, die ich so noch nicht gespielt habe. Sei es jetzt der Tief, der Tief, der Kriminell Tycoon oder sowas. Nee, also so ganz viele Spiele habe ich mir mal rausgesucht, die ich mit euch dann zocken werde. So, wir kaufen uns jetzt mal hier den Server Room. Okay, können wir schon wieder nicht, weil wir ja zu arm sind. Aber den hier können wir. Zack. Ne, auf jeden Fall, es gibt viele neue Spiele, die ich gefunden habe. Und die sind sehr geil. Es sind zwar nicht nur alle, also die Spiele habe ich mir nicht alle gekauft, sondern es sind auch ein paar hier nicht noch draußen. Aber sei es jetzt hier dieser Simulator, der Deep Simulator. Oder hier, ja, was, ich habe komplett vergessen, wie die ganzen Dinge heißen. Auf jeden Fall habe ich sehr viele rausgesucht, also wirklich sehr viele. Darauf bin ich echt gespannt, wie die so geil sind. Junge, für 32.000? Leute, ich glaube, ich spare mal eben auf 32.000, damit ich hier mehr Geld kriege. So, Leute, ich habe jetzt mal auf 100.000, fast auf 100.000 gewartet. So, und wir holen jetzt erstmal das Dingens hier. Ach so, ich habe übrigens hier aus Versehen diese Wände da gekauft. Also hier diese, da diese Wände. Habe ich die einfach fertig gekauft. Also nicht wundern, falls da jetzt was ist. So, Server 64.000. Guck mal, wir können sogar direkt das nächste kaufen. Zack. Gut, 128.000 habe ich jetzt nicht, aber wir können hier Wände nicht kaufen. Die Wände können wir kaufen. Zack. 128.000 kostet jetzt das nächste. Oh, hier ist irgendwas unten. Jetzt ist es aber einmal wieder dunkel geworden. Was ist das?
Junge, die Waffe ist schon geil, ne? Auch wie man hier die bewegt, ne? Bam, bam. Lass mich rein. Blast. Ja, oh. So. Okay. 10.000 haben wir. Achso, ich muss ja da hoch. Ich will immer in die andere Richtung. Ich weiß nicht wieso. So. Kaufen jetzt erstmal hier die Wände, würde ich sagen. Zack. Hier auch nochmal die Wände. Und dann Fenster. Zack, zack, zack. Dorf für 1500. Was gibt es denn hier? Gar nichts. Okay. Okay, hier gibt es anscheinend gar nichts mehr. Komme ich jetzt hier eigentlich überhaupt runter? Hallo, ich will hier runter. Danke. 5000. Also 6400. Okay, perfekt. Gehen wir mal hoch. Boah, ich habe gerade fast irgendwas anderes gekauft. Kauf mal hier kurz die ganzen Türen durch. So, jetzt habe ich hier überall die Türen gekauft. Ich glaube, 128.000 ist halt voll viel, ne? Gut, wir müssen jetzt hier noch diese Walls kaufen und dann da noch dieses Armor-Dingens da. Also noch mehr Waffen anscheinend. Das Spiel besteht ja auch nur aus Waffen tatsächlich. Hallo? Kann ich... Ach komm, ich gehe die Treppe hier runter. Also ganz ehrlich. Sind die Fenster drin? Nö. Noch nicht. So, 7.000 haben wir jetzt wieder. Davon kaufen wir uns jetzt hier mal kurz vorne die Wände. Zack. Und für 4.500 holen wir uns die Fenster. Da muss ich aber noch mal kurz warten. Komm, 4.500 ist nicht so schwer zu bekommen. Wir haben auch immer noch Double XP hier, ne? Also, das ist auch geil. Kommen Sie, ich brauche 4.500, danke. So, jetzt müsste ich die Fenster kaufen. Sind jetzt hier auch Fenster drin? Nö. Okay, anscheinend gibt es die Fenster da noch nicht. Wir haben 38 Dollar. Whiteboard und hier dieses Armor-Ding. Das brauchen wir doch. Oha, man kann hier einfach runter. Da haben wohl die Wände nicht gereicht. Wie viel Geld brauchte ich jetzt mal? Ich hab's schon wieder vergessen. 7.400 und... Dann machen wir mal 9.000, würde ich sagen. So, ich habe jetzt einmal kurz auf 9.000 gespart und jetzt können wir hier einmal weitermachen. So. Also, wir kaufen erstmal das Whiteboard, beziehungsweise ne, erstmal diese Armor-Dingens hier. Boah. Ganz knapp. Gut, und jetzt hier dieses Whiteboard. So. Okay. Kostet alles übelst viel Kohle. Warum kostet das alles so viel? Okay, also wir müssten eigentlich echt hier auf dieses 128.000 sparen. Aber Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Wenn euch dieses kleine, aber feine Video hier gefallen hat, lasst gerne mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Einen traumhaften Tag. Haut rein, also euer Sando. Ciao, ciao.